Oh, hallo und willkommen zu Teil 20 auf unserem Let's Play Abenteuer Master of Orion 3. Schon eine Zeit lang her, ich weiß. Und so weiter, aber hey, da sind wir jetzt wieder. Und hier demonstriere ich gerade, wie wunderbar schön schnell unsere guten Träger und ihre Jäger sind. Ein Schuss und dann ist dieses Erkundungsschiff schon mal tot, diesmal. Was ist jetzt überhaupt ein Erkundungsschiff? Habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Vielleicht ein Transporter? Hier. Gehen wir weiter zum nächsten Kämpfileinchen, wollte ich sagen. Jetzt sind wir hier in Miloni und müssen uns gegen 8 Feindschiffe verteidigen. Und dann geht es hier natürlich auch schon rund. Bums, die Bums, aus die Maus. Hier wird geballert, was das Zeug hält. Und es sieht so aus, als wären wir hier in Schwierigkeiten, aber. Ach, wie üblich. Der Schein trügt. Mann, ey, für eine Sekunde hatte ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber hier gleiten wir alle schön in albtraumhaft langsamer Geschwindigkeit aufeinander. Und dann fangen wir an zu ballern aufeinander, als wenn es keinen Morgen gäbe. Yay, das sieht aus. Naja, blaue sind wie üblich Schussschilde, die was abkriegen. Gelb ist Panzerung und rot sind Strukturschäden. Zur kleinen Erinnerung, falls das in all den Monaten, wo ich was nichts gemacht habe, inzwischen vergessen wurde. Unten sieht man meine ausgewählte Taskforce. Diese komischen Pfeile nach unten sind für eine Langstreckeneinheit, die möglichst weit weg bleibt. Während Kurzstreckeneinheiten so nah wie möglich rangehen und versuchen, aus nächster Nähe zu ballern. Beides kann mal gut und mal schlecht sein. Außer wir Träger, weil die trumpfen alles. Außer man ist dumm genug und baut seine Träger wie Eierschalen. Das macht die KI ja gern. Und hier, die bewegen sich nicht viel, das heißt, das sind wahrscheinlich Träger. Genau. Die KI baut gerne Träger und Transporter nach dem Schrotschussprinzip und setzt so viel Waffen wie nur möglich ein, sodass sie total unbeweglich sind. Was traurigerweise auch besser ist, weil die KI es meistens nicht so auf die Reihe kriegt, Schiffe balanciert zu bauen. Das ist tatsächlich besser. Oh, Bums, da ging eins weg. Und hier jetzt werden die. Oh, die sind technologisch auch noch unterlegen, die armen Schweine. Die haben uns ältere Schiffe geschickt und jetzt bekommen sie Pech, weil die zweite königliche Flotte hier macht sie fertig. Tja, das kommt davon, wenn man in so einem kommunistischen Kollektiv lebt und nicht wie echte Roboter in einer Monarchie. Oh Gott, das war schlecht. Vergesst das wieder. So, jetzt drehe ich unsere Schiffe so langsam um und kommen wieder und ballern rum. Die haben direkt Feuerwaffen. Ah ja, da der Ultima Orion Mod, den ich benutze, nicht mehr so überstarke Raketenwaffen hat, wird das ja auch ein bisschen spannender. Nicht ich tauche auf, schieß Raketen und die Überlebenden werden dann abgeschossen. Nee, wir sehen jetzt tatsächlich mal einen Kampf. Und rechts oben seht ihr die Zeitbegrenzung, die hier runterklicken. Wenn die auf 0 kommt, dann gibt es einen Unentschieden und der Kampf wird in der nächsten Runde fortgesetzt. So, nur falls ich aber vergessen habe, das zu erwähnen oder es auch wieder vergessen wurde, weil ich so lange, mit Privatsachen beschäftigt war. Ja, ich weiß, ich würde auch gerne den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Videospiele zu spielen, aber das geht nun mal nicht. So, der eine Schiffchen da oben macht noch Ärger, aber es überlebt immer noch, tragischerweise. Hauptsächlich, weil ich hier mein Feuer auf die Bedrohung konzentriere, weil das Schiff ist so angekratzt, dass es nicht mal rechtzeitig fliehen kann. Aber eins kann ich euch sagen, hätte das Ding angefangen zu blinken, bevor es explodiert, ja, da war es zu spät. Dann hätte ich sofort Feuer umgeleitet. Das ist eigentlich ganz interessant hier, dass man. Ah, hier, da, jetzt blinken sie. Das heißt, sie versuchen schnell in den Hyperraum zu flüchten. Und unsere Flotte muss umständlich hinterher schwenken. Ah, wieder ist eins explodiert. Und wow, in letzter Sekunde. Quasi noch mit explodierenden Kraftwerken in den Hyperraum geflüchtet. Ah, je. Das war was. So, mal gucken, was als nächstes kommt. Ah ja, wir haben gesiegt. Und wir haben keine Schiffe in Beans, aber das ist auch ein System. Keine Schiffe in Tinnern. Hier gucken wir nochmal, wie es auf unserem C5-4-Planeten los ist. Und jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Ja, das geht hier husch, husch, husch. In Tinnern, die Meldung kam eh nur, weil da ein feindlicher Planet ist und wir da Truppen haben. Und hier kontrolliere ich nochmal selbst, was hier los ist auf C5-3. Da kämpfen wir ja immer noch. Und das, was mich wirklich ärgert, ist immer, dass
dass ich der KI das nie selbst überlassen darf, weil egal ob ich Truppen unten habe oder nicht, wenn die KI irgendwas Planeten und Kampfmäßiges alleine macht, die eigene KI meine ich jetzt, die bombardiert immer aus allen Feuer, feuert aus allen Rohren runter und macht dann Sturmangriff oder was weiß ich. Nee, also wenn man will, dass man Planeten halbwegs intakt übernimmt, muss man sich tatsächlich immer selbst die Mühe machen. Und wir sind schon eine Runde 83, aber es ist eigentlich noch früh. Vormarsch haben wir wieder keinen gemacht, weil unsere Meckler-Kameraden sind erstaunlich hartnäckig. Klar, die sind genauso gut wie wir im Bodenkampf. Hier baue ich einen neuen leichten Träger. Ja, gut, dass ich immer diese Abkürzung mal anfängt, benutze. PDS bedeutet zum Beispiel Point Defense Ship, also Punktverteidigungsschiff. RMS bedeutet Royal Marine Ship, das benutze ich immer für Kreuzer. Während zum Beispiel ICS sowas wie Imperial Colony Ship bedeutet. Das sind also kleine Sachen, die ich benutze, damit ich mir überhaupt merken kann, was ich da eigentlich zusammengebastelt habe. Und es sieht ein bisschen besser aus, finde ich, als wenn man einfach nur irgendwelche Kürzel benutzt. So dass man dann eine Kris 2 hat, Kreuzer 2 oder so etwas, das fand ich immer albern. Ich benutze lieber eine Kombination aus richtigen Namen und so eine Art schiffsähnlichen Kürzel am Anfang. Dann sieht das wenigstens aus, als hätte ich echte Flottenverbände, so als kleine Tröstung, weil ich individuelle Schiffe nicht umbenennen kann. Das sind feindliche Menschentransporter auf dem Weg zu unserem System. Aber unsere imperiale Kampfgruppe ist immer noch da. Das war das, glaube ich, CG, Carrier Group. Ich komme schon langsam selbst durcheinander. Light Battle Group oder sowas war das eben. First Imperial LBG. Yay. Ich sehe gerade, wir haben schon nicht mehr genug Nahrung für all unsere Roboter, aber mehr als genug Mineralien. Kann sein, weil wir ein paar andere Planeten von Fremden übernommen haben. Ich müsste mich mal irgendwann erinnern, das nachzugucken, beim nächsten Mal. Komischerweise... Jetzt, wo mein Setup es ziemlich schwierig macht, direkt was aufzunehmen, während ich spiele, ist das nicht mehr so leicht zu schaffen. Aber ich versuche mal beim nächsten Mal mich daran zu erinnern, dass ich... Ja, die Sache ist wahrscheinlich die, diese Aufnahme ist schon etwas älter und ich habe so lange nichts mehr gemacht, dass ich mir jetzt Schwierigkeiten habe, mich zu erinnern, was hier los ist. Ja, hier sind noch eine Menge Kolonieschiffe los. Naja, egal, weg mit dem Quatsch, zurück zu einer Erklärung fürs Spiel. Eine gewisse Balance als Kolonisieren und Angreifen sollte man selbst bei aggressiven Spielen immer aufrechterhalten. Weil man kommt schnell in Versuchung, nur noch Kriegsschiffe zu bauen, um zu anzugreifen und zu erobern. Und dann fällt einem irgendwann viel zu spät ein, dass man ja eigentlich auch vielleicht ein paar neue Kolonien irgendwo hätte gründen sollen. Meistens dann, wenn der Feind schon gewaltig in der Übermacht ist. Aber ehrlich gesagt, solange man alles vernünftig und im Ausgleich macht, egal was für eine Rasse man spielt, hat man kein Problem. Zumindest nicht bei meiner Spielweise, aber ich gebe zu, als ich mit derselben Spielweise mal diese komischen Echsenviecher gespielt habe, die aussehen wie Dinosaurier, da habe ich total versagt und es irgendwie geschafft, Riesenberg Schulden aufzuhäufen bis zum Game Over. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Nehmen wieder die üblichen Kämpfe. Ah ja, und diesmal nur Angriff unserer Träger auf die armen Knilche. Die blinken jetzt schon, das sind Transporter. Das ist kein Wunder, da hätte ich auch Angst. Und da ist es auch schon fast zu spät. Unsere Träger sind angekommen. Ah, aber leider nicht genügend Schaden angerichtet. Nee, sie sind noch entkommen. Gerade so eben. Und da Schäden zwischen den Runden repariert werden. Solange ein Schiff wenigstens noch einen Trefferpunkt oder so übrig hat, wird es dann automatisch repariert. Ich meine, macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man darüber nachdenkt. So eine Runde dauert galaktische Zyklen, was mehrere Jahre entspricht. Dann ist kein Wunder, dass genügend Zeit bleibt, das zu reparieren. Man sollte sich eher wundern, hier bombardiere ich mal, um zu gucken, ob ich die nicht ein bisschen klein kriege. Aber das Einzige, was einen Kratzer abbekommt, ist die Bevölkerung, weil ich zu wenig Schiffe habe für ein ordentliches Bombardement. Und am Anfang des Spiels immer schlecht oder gut, wenn die Feinde bombardieren, weil wenn so ein unbewaffnetes Schiff oder mit so einem pieseligen bewaffnetes Schiff deine Kolonien angreift, dann hast du Glück, weil dann kann das Schiff da auch 10 Runden lang hängen und deine Kolonie bekommt nur Probleme, weil sie ständig durch die Blockade was verliert. Okay, das war mal wieder nicht viel. Die Invasion ist fehlgeschlagen, das heißt, wir wurden wieder zurückgedrängt und einer unserer Anführer ist krepiert. Das sind ja nur gute Nachrichten diesmal. Aber zumindest werden neue Kriegsschiffe gebaut. Irgendwann haben wir entweder genügend Schiffe, um ordentlich alles zu bombardieren.
Oder wir haben genügend Truppen aufgebaut, um die alle fertig zu machen. Wir haben schwere Lafetten jetzt. Tritium ist sichtbar. Ein Transportschiff ist da bereit. Oh je, ich habe anscheinend, als ich die Aufnahme gemacht habe, total vergessen, dass ich alles erklären will oder so. Oder dass da eine Kamera läuft. Ein Kameraprogramm, genauer gesagt. Hier schalte ich die Einwanderung aus, die ich nicht mehr brauche, jetzt wo ich die Kolonie habe. Oh, ich weiß nicht, ob ich darüber gezählt habe. Einwanderung ist auch immer eine gute Methode, wenn man irgendwo eine Kolonie hat, die einfach nicht gegründet werden will, weil die Umweltbedingungen zu schwach sind und das einzige Kolonistenschiff, das man da hingekriegt hat, hat nicht ganz ausgereicht. Dann kann man das einschalten, dann kommen immer wieder ein paar Freiwillige, die da hinziehen, bis man genügend hat für die Kontrolle. Da wäre sowas um die 1000 Bevölkerungspunkte. Wenn man das geschafft hat, dann kriegt man für gewöhnlich ein, zwei Runden später die Kontrolle über eine neue Kolonie. Und wenn alles ideal ist, man hat einen grünen Planeten, der im grünen Bereich liegt für das eigene Völkchen und ein gewöhnliches Kolonistenraumschiff, dann wird das automatisch gegründet. Das ist alles. Wenn es gelb ist, braucht man für gewöhnlich entweder zwei bis drei Schiffe oder man muss ein paar Runden warten. Selbst mit zusätzlicher Bevölkerung. Oder rot. Die können vier oder noch mehr Schiffe verschlucken. Außer man baut größere Kolonistenschiffe mit mehr Modulen. Das kann man auch machen. Aber das wäre bis jetzt noch wahnsinnig ineffizient, weil wir sind hier jetzt quasi noch in der heißen Phase, wo normalerweise mehr kolonisiert als gekämpft wird. Ich habe nur eben halt das Pech, dass ich mit den Meckler die aggressivsten Bastarde habe und dann habe ich sie noch am Anfang bei der Spielerstellung noch aggressiver gemacht als überhaupt und noch wertloser in Sachen Diplomatie. Das erklärt auch den ganzen Ärger, den wir mit allen hier haben, weil die hassen uns quasi sofort. Aber keine Angst, wir werden schon mal hier alle zurechtstutzen. Bis jetzt sieht es ja recht gut aus. Das heißt, wenn wir Cepha irgendwann zurückkriegen, dann können wir nämlich vom Cepha- und Jetzt-System aus quasi eins der wichtigsten Feindsysteme in die Zange nehmen. Aber jetzt wird erstmal um Kite gekämpft. Na, ein Schiff, das ist wahrscheinlich nur ein Aufklärer oder sowas. Und der zieht sich automatisch zurück, weil ich glaube nicht, dass das ein Schiff den zerstört hat. No. Fängst, da sind jetzt überhaupt keine Schiffe. Das Stärke sind hier die Planeten gemeint. Einer von mir, einer von denen. Und hier wird wieder gekämpft. Zwei Taskforce, zwei Trägergruppen und ein Transporter. Und der Feind hat neue Schiffe hier uns entgegengeschickt. Und wir benutzen jetzt unsere Träger, um ihn total fertig zu machen. Zuerst wird dieses einzelne Schiff angegriffen, was entweder ein Transporter ist oder ein Systemverteidigungsschiff, so oder so ein Witz. Und dann wird der die eigentliche Bedrohung angegriffen, weil auch wenn meine Träger ein bisschen robuster gebaut sind und ein bisschen beweglicher als die KI von sich aus baut, heißt das trotzdem nicht, dass. Oh, okay, das wollen, dass man den Feind an sich ranlassen sollte. In diesem Fall ist das aber wurscht, weil die Schiffe blinken und wollen sich zurückziehen. Das heißt, die waren wahrscheinlich uralt oder aus irgendeiner, oder die KI hat aus irgendeinem anderen Grund gemeint, dass sie keine Chance mehr hat. Hey, ich beschwere mich nicht. Erst später, wenn ich die alle zerstören muss, weil wir die Heimatsysteme angreifen. Aber jetzt haben wir erstmal neue Truppen, die wir abladen können. Diesmal bombardiere ich vorher ein bisschen, aber zerstöre nur Gebäude, die wir sowieso wieder aufbauen müssen. Also setze ich einfach alle Bodentruppen ab. Ja, Bodentruppen mit Bombardements zu treffen, das ist ein bisschen schwierig. Jetzt hier müssen wir eine komplett neue Landung starten. Und naja, müssen die Verteidiger endlich mal überwältigen. Aber diesmal haben wir eine ganze Menge mobile Infanterie und Stoßtruppen dabei. Das Modernste vom Modernen. Und wir benutzen jetzt erstmal Artillerie. Ja, jetzt wird irgendwie erstmal alles überrannt, damit dieses hässliche Beige wegkommt. Und durch ein lustiges Blau ersetzt wird. Und das machen wir jetzt auch. Oh Mann, später werden wir so viele Kämpfe pro Runde haben, dass ich das nicht mehr so gemütlich zeigen kann, wie das hier abläuft. Mit taktischen Bombern und was nicht alles. Dann werde ich dann wahrscheinlich das einfach nur bis zum Endergebnis vorspulen müssen oder so. Ich muss ja sagen, eigentlich sieht es ganz gut aus, auch wenn es ziemlich abstrakt ist, so wie unsere Farbe da vorwärts marschiert oder die feindliche. Ja, der Frontverlauf hat sich geändert, ja. Wenn man bedenkt, wie groß der Planet ist, also nur ein oder zwei Gebiete erobert. Und der Rest ist immer noch frei. Ah ja. Ah ja, das geht wieder mal alles schon vorwärts. Ah ja. Wir haben zwei geschafft.
Kurz einen Blick über die ganzen Nachrichten bringen, Kolonisten, Raumschiff oder sowas gelandet, bla bla bla, und dann den Planeten, auf die ich mich konzentriere, dann wieder mal darauf achten, dass auch die vernünftigen Schiffe gebaut werden. Wie man sieht, hier einige Planeten, da ist bei KI-Verwaltung in der Mitte kein Häkchen, das heißt, die steuere ich direkt. Aber es gibt schon ein paar Planeten hier, die sind in der Verwaltung. Meistens die jüngeren, da verlasse ich mich auf den Plan, den ich am Anfang erstellt und gespeichert habe. Solange ein Plan vorliegt, kann die KI nicht allzu viel falsch machen. Vor allem, weil sie in diesem Mod ohnehin dazu gezwungen wird, bei Bodentruppen immer 10 Einheiten zu bauen. Zur Erinnerung, in Vanilla macht sie das nicht. Das heißt, man hat alles vollgestopft mit, wenn sie nicht genügend KI, nicht genügend Ressourcen hat für richtige Schiffe, dann meistens sowas wie Infanterie 1, mobile Infanterie 1 und so weiter. Hier dagegen werden immer 10 solcher Bodentruppeneinheiten auf einmal erstellt. Dann hat man wenigstens was davon, dass die KI so ausflippt. Und braucht sich kaum noch selbst darum zu kümmern. Außer auf Planeten, wo die Bewohner nicht viel taugen. Wenn man also Kolonien von anderen übernimmt, dann muss man dummerweise auch darauf achten, dass die KI da nicht haufenweise Bodentruppen aufstellt und dann quasi die Idioten des Universums einzieht, ihnen Waffen in die Hand drückt und dann hat man haufenweise Truppen, die man nicht gebrauchen kann. Genauer gesagt, man kann sie gebrauchen zu irgendwelchen abstrusen Massenangriffen. Die sind meistens ohnehin notwendig, weil der Feind schläft schließlich auch nicht und hat meistens gute Einheiten am Ende. Einfach dadurch, dass er massenhaft welche baut, so wie ich auch. Aber naja, strategisch sieht hier erstmal alles ganz gut aus. Wir hocken zwar irgendwo immer dazwischen, aber wir haben quasi die Feindsysteme immer schön in der Zange. Und wenn wir die Grenzen ausgeglättet haben, das dauert noch eine Weile, können wir dann all gemütlich und langsam vorrücken. Und wir haben ja auch noch hier und da ein paar Planeten zu kolonisieren. Und da schicke ich gerade eine meiner etwas älteren, nee, eine der neueren Einheiten zurück zu neuen Front und entscheide mich anscheinend um, weil dass sich da einfach nichts tut. Ich weiß nicht, ob die zu beschäftigt sind oder ob sie meinen, der Krieg ist keine Lust. Ich sehe gerade, Mobilisierungszentren werden hier und da gebaut. Gut, dann das heißt, ich kann dort Flotten gleich vor Ort zusammenziehen, wenn Not am Mann ist. Und da nehme ich, ja genau, da fällt mir nämlich ein, dass ich vielleicht ein paar Mobilisierungszentren auch in anderen Bereichen als in den Kriegszonen bauen sollte. Nur für den Fall, dass diese Echsenleute, die hier unten sich hinter Lila verbergen und plötzlich auf den Gedanken kommen, dass wenn man Krieg führt, sollte man auch Kriegsschiffe benutzen und nicht bloß blabern. Aber bis jetzt tut sich da nichts und ich bin zufrieden. Meine Reserven sind relativ voll, wenn man bedenkt, dass ich ständig neue Schiffe irgendwo brauche. Ah, und ich grüble hier wieder darüber, wo ich die Schiffe hinschicken soll. Und guck da mal, wie es hier aussieht. Nur ein Planet. Kolonisiert, aber mit Darlok. Darlok sind Gestaltwandler, ich glaube. Von denen habe ich auch ein, zwei oder Planeten kolonisiert irgendwann am Anfang. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir mehr Nahrung brauchen, als wir eigentlich sollten. Aber die Darlok sind gute Bodentruppen. Und in diesem Fall sind sie auf der Seite, kämpfen sie auf der Seite der Menschheit, was ein Problem ist, weil Menschen sind nicht so gut als Bodentruppen. Nicht, wenn man nicht zusätzliche Punkte investiert und so. Aber naja, mich persönlich wundert es ja, dass ich so viel zu reden habe, obwohl streng genommen ja nicht viel passiert. Hier gucken wir mal an, intelligente Jägerfusionsbombe. Das heißt, mehr Treffer, gleich unsere Jäger werden noch tödlicher. Wird haufenweise Zeugs automatisch erforscht. Aber einige gute Sachen sind noch weit entfernt. Neutronenblaster ist gut, Jäger-Neutronenblaster ist besser und Jäger-Schildgenerator ist noch viel besser, weil dann werden können wir danach sind wir quasi wieder einen Schritt weiter an totaler Domination. Weltweit. Universumweite Erforschung. Eroberung. Ja, Erforschung mit Waffengewalt. Ich bin ein Knilch. Hier sind wieder über die üblichen Sachen hier Tinnern, wo wir uns friedlich gegenüberstehen. Und Cephei, den Planeten, den wir schon seit Jahr und Tag erobern wollen. Und den müssen wir jetzt sogar, weil sie wieder Bodenverteidigung gebaut haben, genau direkt angreifen. Ist auch was Süßes. Das lohnt sich eigentlich, wenn man das selbst macht, nur. Oh, ein paar neue Schiffchen sind auch da. Wie süß. Ja, man merkt, der Feind wird langsam verzweifelt. Meistens ist die KI im Ultima-Mod nicht so dumm, einzelne Schiffe einen entgegenzuschicken, außer sie sind super modern. Aber einzelne Schiffe haben meistens das Problem, dass sie vollkommen alleine sind, während der Feind manchmal Dutzende oder zumindest ein halbes Dutzend Schiffe auf einmal hat und deren Feuerkraft und alles konzentriert anwenden kann. Und hier sieht man schon, das eine Schiff wird wahrscheinlich nicht mal bis zu unseren Trägern kommen.
Und anschließend müssen wir nur dieses Bodenverteidigungsfort wieder eindämmen. Weil ich bin nicht so dumm, mich in deren Reichweite zu begeben. Das ist großes Aua am Anfang. Es dauert ziemlich lange, bis man Flotten aufbauen kann, die stark genug im Nehmen sind, dass sie einen feindlichen Planeten ohne schwere Verluste direkt angreifen können, wenn der gut verteidigt ist. Weil die Bodenforts, die werden immer und total modernisiert. Das heißt, wenn du was Neues gebaut erfunden hast, dann werden alle deine planetaren Verteidigungen automatisch verbessert. Das ist nun sehr, sehr gut auf den ersten Blick. Allerdings ist die KI, die dahinter steckt, manchmal ein bisschen komisch drauf. Das heißt, wenn du irgendwas erfindest, was nicht so gut ist wie einige der verbesserten Waffen, die du inzwischen hast, die du ja davor hattest, meine ich, dann wird trotzdem das Neuere verwendet, selbst wenn es schlechter ist. Und hier kriegen wir gerade was auf den Arsch. Scheint sind die beiden Schiffe doch moderner, als ich gedacht habe. Das ist schlecht. Naja, Träger sind eben, ja, hier befehle ich den Rückzug. Die Schiffe waren wohl das Modernste, was der Feind aufbieten konnte. Und sie haben lang genug durchgehalten, um auf meine Träger einzuschießen, was schlecht ist. Ah ja, jetzt bete ich gerade, dass mein ein... Oh ja, das war's. Da habe ich nicht genug gebetet. Alle Schiffe vernichtet. Da kommt auch schon das Wort Niederlage. Autsch. Ah, unsere erste schwere Niederlage. Aber unsere Bodentruppen sind immer noch da und dürfen weiter kämpfen. Juhu, und wir sind sogar noch dreifach in der Überleitung hier. Und jetzt gucken wir, ob wir den Feind fertig machen können. Da bin ich mal gespannt. Durchbruchsoffensive. Na, was habe ich da gemacht? Oh, wir rücken vor. Langsam, aber sicher walzen wir über den Feind hinweg. Aber der Feind ist verdammt hartnäckig hier. Ah ja. Mann, wenn ihr denkt, das ist jetzt nervtötend, wartet mal bis Folge für, Runde 500 oder so. Da werdet ihr wahrscheinlich dann froh sein, dass ich das nicht mehr mache. Selbst ich kann ja wenigstens immer auf Fertig klicken und mir das anschließend sofort ansehen. Aber dann sehe ich leider nicht, wie die unsere Farben da miteinander kämpfen. Ah, ja. Aber manchmal ist es schon nervtötend, wenn man gegen zähe Gegner kämpft, die tatsächlich sich wehren können. Tja, inzwischen habe ich hier alles gesagt, was zu sagen ist. Ah ja, Kollateralschäden. Naja, hoch, mittel, gering. Hoch ist, kämpft die eigenen Truppen am besten. Allerdings nimmt der Planet am meisten Schaden. Und mittel und gering ist quasi da. Kämpft man absichtlich ein bisschen schlechter. Um, naja, weniger Schäden anzurichten. Aber um ehrlich zu sein, muss man sich da nicht so viel drum Gedanken machen. In den meisten Fällen kämpfen die Gegner so verbissen, dass man bei den wichtigsten Schlachten immer auf hoch gehen muss. Ansonsten hat man ein Problem. Das Einzige, was wenig hilft, sind all diese Sonderwaffen wie atomare, biologische, chemische Waffen. Weil das hängt nicht nur davon ab, was man alles erforscht hat im Hintergrund. Ansonsten bringt das einem nicht viel, wenn man keine Ahnung hat, was eine Bazille ist. Dann ist eine biologische Waffe ziemlich sinnlos. Man hat auch immer das tolle Problem, dass manche Leute da nicht sehr empfindlich gegen sind, sagen wir mal so. Ich meine, wenn man biologische Waffen gegen Roboter einsetzt, wie die Mechler zum Beispiel, dann bringt das wahrscheinlich nicht viel. Darum ist das auch zusammengefasst in das ist nicht zusammengefasst. Also was ich eigentlich sagen wollte, atomar, biologisch und chemisch. Das klappt nicht bei jedem Volk so gut, wie es probieren soll. Und wenn man nicht auswendig lernen will, was die einzelnen Völkchen alle für geheime Plus- und Minuszeichen da haben, sollte man es eigentlich so selten wie möglich benutzen. Es hat eh keinen großen Einfluss, nach meiner Erfahrung. Wenn man es wirklich gebrauchen kann, dann hat man meistens auch so viele Bodentruppen, dass man es nicht benutzen muss. Und warum soll man seinem eigenen Planeten einen Schaden zufügen wollen? Das ist nur schlecht für die längerfristige Planung, sage ich da mal. Kann man natürlich andere Meinungen drüber haben, aber hey, wenn man Atombomben und was nicht alles bei seiner Invasion einsetzen will, wozu hat man da überhaupt Bodentruppen? Da kann man schließlich auch alles plattbomben aus dem Orbit und ein Kolonistenraumschiff schicken anschließen. Dann spart man sich den Ärger. Aber es ist nett, dass man die Möglichkeit hat, wie ein Schwein zu kämpfen, auch wenn es nur richtige Bösewichte tun sollten. Okay, zurück zum aktuellen Geschehen. So, jetzt habe ich erstmal ein paar neue Taskforces aufgestellt und ein paar andere umgeleitet. Nicht nur damit wir mal Irra besuchen, wo der Feind hauptsächlich herkommt, Mechler-mäßig gesehen, sondern auch damit bei Cepha immer endlich ein bisschen gekämpft wird. Ich meine effizienter als vorher. Ich bin sicher gegangen, dass Zeta Gruis ein bisschen Verstärkung bekommt.
Das ist ja die Grenze zu den bösen Menschenwelten da unten. Ah ja, und dann ist halt der Standardzeug, das man in jeder Runde machen sollte. Gucken, was die Hauptwelten machen und Chor und darauf achten, dass die was Richtiges bauen. Ab und zu guckt man auch mal gerne, was die Forschungstypen so treiben. Standard halt. Ihr könnt euch erstmal in Ruhe angucken, was einige der Forschung so bedeuten. Ich werde mir jetzt erstmal ersparen, das hier alles vorzulesen. Aber im Prinzip ist es alles hilfreiches Zeug. Dass unsere Industrie ein bisschen verbessert und was schwere Lafetten tun kann, kann man sich ja eigentlich denken. Es sind schwerere Lafetten für unsere Schiffe, richten mehr Schaden an, größere Reichweite, brauchen länger, bla 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 und so weiter. Und jetzt gucken wir mal, wie es unseren Feinden hier, die üblichen Sachen hier. Die Graphen sind noch relativ kurz, weil für ein so großes Spiel wie das wir hier am Anfang gemacht haben, mit Maximum Galaxis und so weiter. Naja gut, streng genommen ist es nur ein Sektor in einer Galaxis, aber hey. Na, das ist ein Spiel, wo Trägerschiffe unendlichen Vorrat an Jägern produzieren können, scheinbar aus dem Nirgendwo, also. Ja, man muss mal halt mit den Achseln zucken, sagen, es ist nur ein Spiel und weitermachen. Und jetzt sind wir wieder in einer neuen Runde, wo diesmal etwas weniger passiert, aber die Feindpräsenz ist immer noch hier und da zu finden. Darum kämpfen wir jetzt, wenn ich da richtig aufgepasst habe, gegen die Menschen. Und wo tauchen die auf, oder haben die schon aufgegeben und sich zurückgezogen? Aber das kann manchmal passieren. Ah, nee. Die haben wir schon gefunden, da. Zwei Schiffchen. Die schon anfangen zu blinken wie wild, weil sie hier total deklassiert sind. Das sind Kurzstrecken-Dinger, so wie ich das hier sehen kann, bei dem Wild herumhängen. Okay, wieder mal Notiz an mich selbst beim nächsten Mal. Die Aufnahme machen gleich, nachdem ich das Video aufgenommen habe. Ah, und da ist es auch schon explodiert. Sieg, ja. Ja, ich habe gewonnen, aber was für eine Überraschung. Ist ja eher schon eine Überraschung, wenn wir mal verlieren. Jetzt ist mal Ninja dran. Da ist keine Feindstärke, aber wir sind da. Das heißt, die sind vollkommen hilflos. Jetzt ist Feindstärke 1 da, weil wir den Planeten ausgewählt haben. Seht ihr, der Planet zählt immer mit. Nur falls euch das mal verwirrt. Und dieser tolle Gesundheitsbalken heißt auch schon, dass der Planet uns angreifen kann, wenn wir nah genug sind. Da muss man manchmal aufpassen, je nachdem, wo einen der Hyperraumaustritt hingeschleudert hat. Ich habe es auch schon mal erlebt, so nah rauszukommen, dass die Langreichweitenwaffen vom Planeten mich filetiert haben. Also muss man, wenn man Schiffe hat, sie erstmal in Sicherheit bringen und dann Träger und sowas losschicken. Also ich meine immer die Jäger von den Trägern, nicht die Träger. Und weil ja, das dauert lange und das würde Aua sein. Und da kommt unser schöner Jägerschwarm und greift die mit chirurgischen Präzisionsschlägen unten auf dem Planeten die Feuerstellung an, die uns sonst ganz schön in den Arsch verbrutzelt hätten. Ah ja, und später braucht man wirklich dringend planetare Schutzschilde. All das, was man hier sieht, das geht natürlich viel schneller, wenn man mit besseren Waffen und mehr Jägern ankommt. Wenn man später dann 20 Träger hat, statt nur 4 oder so, und hunderte von Jäger mit noch neueren, futuristischeren Waffen, dann stehen nur sowas wie 50.000 Schadenspunkte oder so und alles ist sofort weg. Dann nützen die Waffen auf dem Planeten nichts mehr. Aber so ein Schutzschirmgenerator hat dieselbe Regenerationsfähigkeit wie die auf den Schiffen. Und dann muss man manchmal ganz schönes Trommelfeuer draufhauen, um durchzukommen, was ja auch Sinn macht. Planet ist riesengroß, der sollte auch was abkönnen. Das dagegen war in Vanilla auch das gleiche Problem. Wenn man sich erstmal durch die Trefferpunkte der Schutzschilde durchgearbeitet hatte, dann war es das. Dann hatte man automatisch die Raumschlacht gewonnen und durfte das dann auch mal wiederholen, wenn man alles auslöschen wollte. Naja, aber hier kämpfen wir wie erstmal um C-Fight 3. Ah ja. Ob das jetzt besser wird? Ich hoffe es, ja. Ah, hier, da mache ich auch fertig, weil das wollte ich euch nicht mehr antun. Ah, unser Forschmarsch wurde wieder mal gestoppt. Die wollen den Planeten unbedingt haben, aber wir wollen ihn nicht lassen. Und Runde 87 erst. Das sind 130 galaktische Zyklen vergangen, seitdem wir uns wieder auf den Weg in den Weltraum gemacht haben. Und Junge, diese Bastarde hassen es wirklich, dass wir nicht genauso kollektivistisch sind wie sie. Aber wir werden ihnen schon beibringen. Ja, zwei überall hin schon, weil ich zwischendurch mal meine Schiffe alle modernisiert werden. Im komischen US-System haben wir ein Mobilisierungszentrum und wir haben einen neuen Planeten. Und oh Gott, ist der hässlich. Aber es gibt Tiere auf dem Viech. Und diese Tiere geben für alle möglichen Industriezonen Bonus. Also
Ist eigentlich egal, was wir drauf machen. Wir können das Beste uns aussuchen, was ich hier gerade mache. Gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen, ne? So, und dann wird eine ausgesucht. Und das war's dann. Das, was man hier beobachtet, wird später auch seltener werden, weil ich irgendwann nicht mehr die Zeit habe, jede neue Kolonie persönlich zu begutachten und zu gucken, was da am besten raufkommt später. Weil das ist ja noch alles in Planung und wird erst nach und nach gebaut und von der wachsenden Bevölkerung in Betrieb genommen. Aber im Prinzip, wenn man einen Plan aufgestellt hat, wie ich am Ende und den dann gespeichert habe unter Imperium und so, kann man sich das ja angucken. Dann ist das ja kein Problem, dann kann die KI einfach stur nach diesem Plan gehen. Und dann geht sie dann zum Beispiel, oh, der Planet ist in der Nähe der Grenze, dann wird das und das gebaut und so weiter. Aber hey, noch ist es nicht so weit, noch haben wir nicht einen dreistelligen Planetenbereich, also kann ich mir auch ruhig noch die Zeit nehmen, jede einzelne Kolonie eine Art Grundplan zu geben. Und das dann der KI zu überlassen. Ich meine, das ist der kleine Trick, wie man mit den Dummheiten der KI fertig wird. Wenn man am Anfang einer Kolonie einfach alles bestimmt, was gebaut werden soll, in der Zukunft hinaus, dann hält sich die KI daran und löscht das nicht einfach wieder weg. Das ist schon mal gut. Genauso wie die KI sich nicht dran stört, wenn man einfach reingeht und rauslöscht, was sie bauen will, in der normalen Bauschlange. Wenn man zum Beispiel sieht, nee, wir brauchen nicht 30 neue Infanterieeinheiten, um Gottes Willen, wir brauchen 5 neue Schlachtschiffe oder so. Ja, da mischt sich die KI auch nicht ein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn die KI das machen würde, hätte ich schon oft meine Faust durch den Bildschirm gerammt. Weil die KI ist manchmal sowas von dumm. Ah. So, jedenfalls hier stelle ich eine neue Armee auf, weil ich will mir das Trauerspiel einfach nicht mehr ansehen. Also, dann werden automatisch ein paar Transportschiffe aus meinem Pool genommen, alles schön. Denke mir einen schönen, tollen Namen aus. Imperiale Militärtransportgruppe. Und das ist sowas von witzlos eigentlich. Das ist eigentlich nur, mache ich das aus purem Spaß, weil, naja, die werden natürlich auch aufgelöst, wenn man landet. Dann habe ich eine Nachricht von jemandem gelesen, der hatte ähnliches Problem mit Vanilla, glaube ich, dass die KI keine große Probleme hatte, Transportschiffe vernünftig einzusetzen, weil da war tatsächlich so ein Fehler, da hat die KI es einfach nicht gerafft, die Transportverbände vernünftig zu benutzen. Er hat haufenweise Transportschiffe gehabt, aber die Transportverbände wurden immer aufgelöst, bevor sie Truppen gelandet haben irgendwo. In diesem Fall natürlich. Selbst wenn der Fehler weg ist, ist es immer noch so, dass die Transportschiffe auf magische Weise verschwinden, sobald man sie eingesetzt hat. Die sind dann wieder in dieser magischen, unsichtbaren Reserve, wo ich mich natürlich nicht gegen beschweren kann, weil dann sind die Transportschiffe wenigstens quasi unverwundbar. Die laden halt ihre Transporter, ihre Ladung ab. Oh, geflohen. Na, das war harmlos. Naja, was ich sagen wollte, Transporter laden Truppen ab und verschwinden in die Reserve wieder. Irgendwann. Sie sind zwischendurch natürlich noch im Transit, wo man sie nicht erwischen kann. Und hier bombardiere ich mal wieder aus purem Frust einen feindlichen Planeten. Naja, aber es passiert nicht viel. Ich sprenge eine Menge Gebäude, aber wer immer auf dem Planeten lebt, geht rechtzeitig in irgendwelchen Höhlen in Deckung oder so. Oh Gott, was kommt als nächstes? Irre. Ach ja, genau. In der Hauptwelten des Feindes. Grau. Voll mit Stahlmonstrositäten wie uns. Und ich bombardiere ruckzuck und hau die ganze Entwicklung weg. 8%, da war gar keine Entwicklung. Habe ich mir wahrscheinlich einen Planeten ausgesucht, der nicht so wichtig war. Und wir sind wieder bei C5. Nächstes Mal die Ausweich-Offensivdoktrin. Wollen wir mal versuchen, dem Feind auszuweichen. Aber angucken wollen wir uns das auch nicht mehr. Darum auf fertig geht's jetzt. Na los, klick auf fertig. Du willst es doch. Ja. Okay, wir haben bombardiert. Und unser Vormarsch geht immer noch nicht weiter. Na, das ist toll. Das ist so toll. Naja, können wir immerhin noch weitere Schiffe bauen. Ich habe inzwischen auch ein paar Kolonistenraumschiffe dazwischen gesteckt, weil so ein Krieg dauert für gewöhnlich ziemlich lange. Ah je. Mal sehen, was waren das jetzt? 5 Runden oder so und ich habe eine halbe Stunde gequatscht. Oh weia, oh weia, oh weia. Naja, aber während der Krieg dauert, wächst unser Imperium trotzdem, weil wir ständig neue Kolonien gründen. Ja, eine interessante Welt. Ja, hier komme wieder ich an mit meinem Plan, wir mal alles im Voraus. Tick. Wahrscheinlich der Grund, warum die KI es nicht schafft, mit mir klarzukommen. Weil die KI hat ja dummerweise keinen menschlichen Spieler, der über ihre Pläne hinweg sieht und sagt: Nee, du Kumpel, das ist scheiße, das mach nicht. Hier, ich zeig dir mal, wie man das macht. Ja.
Wenn jemand sowas programmieren könnte, natürlich könnte man wahrscheinlich auch nicht mehr dagegen gewinnen, ne? Weil der Computer schneller rechnen kann. Aber hey, wir haben nun mal dieses Spiel hier und nicht irgendein Fantasiespiel mit Fantasie-KI, also müssen wir damit auch klarkommen. Es ist ja nicht so, dass es mir keinen Spaß macht. Es ist nur eine dieser Spiele, wenn man erstmal eine Partie geschafft hat, dann ist man richtig ausgebrannt nach 670 Runden oder so. Ah je, oder wenn man 400 Runden spielt und dann gewinnen diese verdammten Gasriesenbewohner, also so verdammt viel Bevölkerung haben mit ihrem scheiß diplomatischen Sieg. Ja, darum ist das in meinen Spielen immer abgeschaltet, von wegen Diplomatie. Totale Vernichtung, total. Ah, das war's auch schon für unsere Episode. Ich sehe gerade, wir sind am Ende angekommen. Na, dann Void Doctor aus. Bis zum nächsten Mal, Leute.